Herzlich willkommen zu Gesundheit. Wir sind heute in Schneidsee zu Gast. In der Ölmühle Garting dreht sich alles um gesunde, kaltgepresste Speiseöle. Aber welches Öl passt zu welchem Gericht? Warum sind sie so gesund und gegen welche Beschwerden helfen sie? Das möchte Schauspieler Gerhard Wittmann herausfinden. Er glaubt fest an die guten Eigenschaften von Öl. Nicht nur in der Küche. Auch vom Ölziehen mit kaltgepresstem Sonnenblumenöl ist er überzeugt. Da man als Schauspieler leicht zur Hypochondrie neigt, hat mir ein Kollege vom Ölziehen erzählt. Sprich, du ziehst auf nüchternen Magen in der Früh Öl, spülst alle Keime und Bakterien raus und bleibst gesund. Na dann. Was machst denn du? Aber nicht alle pflanzlichen Produkte sind so gesund wie Öl. Das ist ja Cannabis. Okay. Wenn du da Ahnung davon hältst, Brüder. Du, der Vater pflanzt da im Garten Rauschgift und du schaust in aller Seelenruhe zu, oder was? Du, der Vater kann in seinem Garten machen, was er will. Das werden wir ja sehen. In der Ölmühle möchte Gerhard alles über die Herstellung der kaltgepressten Öle erfahren. Irmi und Toni Lamprecht produzieren hier 25 verschiedene Sorten. Zum Beispiel Kürbiskern, Leindotter, Schwarzkümmel oder das vitaminreiche Walnussöl. Letzteres ist Irmis und Tonis Lieblingsöl für alle Pasta-Gerichte. Mit dem Öl haben wir eine Möglichkeit gefunden, etwas herzustellen, wo wir komplett dahinter stehen, das gesund ist, das wir gerne in der Familie hernehmen. Wir grillen, marinieren, braten, aber auch für die Süßen, für die Süße wie fürs Kuchenbacken. Mit Spaghetti an Walnusspesto und Käsekuchen darf sich Gerhard später davon überzeugen. Doch gleich geht's erstmal aufs Feld. Ob er diese Pflanze erkennt? In Schneidsee zeigt Landwirt Toni Lamprecht Schauspieler Gerhard Wittmann sein Rapsfeld. Die gelben Blüten sind längst verschwunden, die Samen voll ausgebildet und die Ernte steht unmittelbar bevor. Raps ist der Allrounder in der Küche. Das heißt, man kann ihn zum Backen, für den Salat und zum Anbraten hernehmen. Und auch gesundheitlich ist er sehr wertvoll, weil das Verhältnis der Omega-3- und der Omega-6-Fettsäure für den Menschen ideal ist. Rapsöl stärkt das Immunsystem, wirkt cholesterinsenkend und fördert die Durchblutung. Ja, ich bin jetzt der Mähdrescher. So hast du verrimmt? Genau, das oben, das Zwickle. Ja, das mit dem Mähdrescher muss man noch üben. Das müssen wir noch üben. Aber ein paar sind so. So, das glaube ich lang jetzt. Ja. Die Körner braucht Toni, um den genauen Erntezeitpunkt zu bestimmen. Entscheidend dafür ist der Grad der Feuchtigkeit. So, jetzt haben wir es wieder. Schon jetzt haben wir 11%. Ja. Und da werden wir jetzt noch in etwa 2 Wochen da warten müssen, bis wir zum Dreschen kommen. Der Mohn hingegen steht gerade in voller Blüte. Geerntet wird hier frühestens Ende August. So lange braucht die Pflanze, um die Samen vollständig zu entwickeln. Da sieht man jetzt schon die einzelnen Mohnkörnchen. Die dann ganz dunkel werden. Genau, die dann so bläulichen Schimmer kriegen, die ganzen Kegel. Die sind ganz feuchtig. Ja. Irgendwie schaut ein bisschen aus wie Kaviar, oder? Ja, das ist quasi der bayerische Kaviar. Der Geschmack beim Mohnöl ist sehr intensiv. Und deswegen nimmt man es vielleicht noch lieber her als den Mohnsamen. Und im Öl sind sehr viele ungesättigte Fettsäuren und es hat sehr viele Vitamine. Gleich wird gepresst, und zwar Leinöl, das uns vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen soll. Für die Qualität eines guten Öls ist neben dem Anbau die schonende Verarbeitung beim Pressen entscheidend. Lein gilt als das Gesundheitsöl schlechthin, da der Anteil der Omega-3-Fettsäuren, die der Körper nicht selbst bilden kann, bei 60% liegt. Die Omega-3-Fettsäure ist bei unseren Lebensmitteln sehr, sehr schwer zu kriegen. Man sagt, im Meeresfisch ist was drinnen, aber dann ist eigentlich schon ziemlich aus. Also da kann man mit Leinöl sich einfach behelfen und das gibt einfach dann dem Körper eine höhere Gesamtgesundheit. Es steigert die Gehirnfunktion, stärkt das Herz-Kreislauf-System und soll sogar vor Krebs schützen. Und da schauen wir einmal, wie warm das ist und wie es schmeckt. Eindeutig Leinöl. Der leicht bittere Geschmack passt besonders gut zu Salaten. Toni muss aufpassen, dass nicht zu viel Wärme entsteht.
Maximal 40 Grad sollten die Öle warm werden. Was übrig bleibt, ist der sogenannte Kuchen. Ist er noch zu ölig, muss der Druck in der Presse erhöht werden. Aber warum ist kaltgepresst eigentlich so gesund? Wenn es bei 40 Grad losgeht, dass sich Vitamine auflösen, dass die Mineralstoffe im Kuchen bleiben und auch das Ölsäulemuster sich verändert. Gleich darf Gerhard zeigen, wie fein sein Gaumen ist. Es folgt ein Geschmackstest. In Schneidsee haben Irmi und Toni Lamprecht einen Test für Gerhard Wittmann vorbereitet. Ob der Schauspieler drei kaltgepresste Öle am Geschmack erkennen kann? Zu erraten gilt es Mohn, Schwarzkümmel und Hanföl. Und siehe da, der Ausflug auf die Felder scheint sich auszuzahlen. Mohn. Sauber. Sehr gut. Bravo. Hervorragend. 100 Punkte. Trotz der sehr charakteristischen ätherischen Öle muss Gerhard beim zweiten passen. Also man nennt es Schwarzkümmelöl. Gerade bei Bronchitis, Bronchial, Asthma und so weiter ist es ganz toll zum Durchatmen, entzündungshemmend ist für die Schleimhäute ganz toll, dass sie die wieder aufbauen. Fehlt noch Öl Nummer 3. Doch auch das sehr gesunde Hanföl, dessen Samen ebenfalls aus der Region stammen, erkennt Gerhard nicht. Ähnliche Wirkung wie das Leinöl. Genau. Eigentlich die komplette Palette. Allgemein gesundheitserhaltend. Genau. Und das bei Hanf. Das muss man sich mal geben. Wie lange man Öl aufbewahren kann, variiert je nach Sorte. Während Raps-, Mohn- oder Traubenkernöl problemlos ein Jahr offen sein können, muss Leinöl innerhalb von 3 Monaten verbraucht und im Kühlschrank aufbewahrt werden. Gute Qualität beim Einkaufen zu erkennen, ist leider schwer. Durch die dunklen Flaschen sieht man einfach die Farbe nicht. Und dann kann man sich eigentlich nur noch aufs Etikett verlassen. Und wenn draufsteht kaltgepresst, sollte man eigentlich auch ein gutes kaltgepresstes Öl kriegen. Gleich geht's in die Küche. Gerhard will wissen, welches Öl zu welchem Gericht am besten passt. Um sich Texte in Zukunft besser einzuprägen, nutzt Gerhard Wittmann Leindotteröl. Perfekt fürs Gehirn. Und wie gibt's den Salat zu Hause? Ganz wichtig ist Lauchzwiebeln, habe ich ganz gern. Salz und Zucker. Und natürlich das Rapsöl, ganz wichtig. Wir machen jetzt ein Pesto. Und zwar heute mal nicht mit Olivenöl, was ja auch total gut ist, aber heute machen wir mal mit Walnussöl. Schließlich setzen wir heute ganz auf regionale Öle. Dazu mixt Irmi Lamprecht frischen Basilikum und Pinienkerne. Und wie schmeckt's dem Schauspieler? Sehr gut. Dazu gibt es noch Fleisch. Aber welches Öl eignet sich perfekt zum Braten? Rapsöl mit Kräuter eingelegt und so weiter, das ist total gut zum Hernehmen. Es gibt da noch Traubenkernöl, ist erhitzbar, Haselnussöl ist erhitzbar. Es ist nur, dass wenn man es erhitzt, verliert es ein bisschen an Geschmack, deswegen waren die eigentlich schrot. Nur schwach erhitzen sollte man hingegen Lein-, Hanf- oder Walnussöl. Der individuelle Rauchpunkt steht meist auf dem Etikett. Wird er überschritten, können gesundheitsgefährdende Stoffe entstehen, wie zum Beispiel das giftige Acrolein. Also bin jetzt überzeugt, dass man noch mehr mit Öl machen kann und werde das auch in Zukunft tun. Fehlt noch ein süßer Abschluss. Irmis Käsekuchen ohne Butter, aber mit zweierlei Öl. Irmi Lamprecht zeigt Gerhard Wittmann ihr Lieblingsrezept. Ein Käsekuchen mit Quark und dem intensiven Mohnöl, das dem Kuchen eine besondere Geschmacksnote gibt. Ich glaube, dass einfach viele Leute gar nicht genau wissen, dass man wirklich mit Öl backen kann und in jedem Rezept den Butter durch Öl ersetzen kann. Mhm. Beim Backen sind auch Irmis Töchter Anna und Romy begeistert mit von der Partie. Helft ihr der Mama denn sonst auch in der Küche? Ich werde meine Kochmeisterin. Und wie steht es um Gerhards Backqualitäten? Meine Aufgabe ist, die Sachen dann auch zu essen. Und das ist ja auch was. Das kann ich gut. Neben dem Mohnöl im Quark verwendet Irmi für den Mürbeteig das besonders gesunde Rapsöl, das reich an Vitamin E ist und einen milden Nussgeschmack hat. Nach einer Stunde ist der Kuchen fertig.
Und wie fühlt sich Gerhard nach den vielen neuen Eindrücken? Mir hat der ganze Tag wunderbar gefallen. Also es war ein kompaktes Ganzes, das sehr schön war. Das war Gesundheit. Heute waren wir mit Schauspieler Gerhard Wittmann in Schneidsee zu Gast. In der Ölmühle Garting haben wir viel über gesunde, kaltgepresste Speiseöle erfahren.